Was ist Glück? Unsere Familie? Unsere Herkunft? Unsere Erfolge? Unsere Leidenschaften? Für uns alle im Leben ist das größte Ziel, glücklich zu sein. Doch können wir darauf glücklich sein? Du kannst eine Person nicht glücklich machen. Du kannst für sie da sein, sie zum Lachen bringen und Momente des Glücks erzeugen. Wohl oder übel liegt es nicht in deiner Macht, einen Menschen von Herzen und nachhaltig glücklich zu machen. Du bist nicht für das Glück anderer Menschen verantwortlich, denn Glück muss von einem selbst kommen. Was also macht uns glücklich? Geld macht uns nicht glücklich. Konsum macht uns nicht glücklich. Es macht keinen Unterschied, was wir kaufen oder was wir besitzen. All das erfüllt nur den Augenblick. Selbst unsere tollsten Beziehungen sind nicht von Dauer auf dem Glück geprägt. Sie beinhalten immer Veränderungen. Doch durch das Streben nach Glück arbeitet man an Beziehungen. Man beginnt miteinander zu wachsen. Ist es also erstrebenswert, dauerhaft glücklich zu sein? Denn gerade dieses Streben nach Glück ist doch genau das, was uns wachsen lässt. Unzufrieden mit unserer Arbeit, unserer Beziehung, unserer Ernährung, unserem Alltag. Genau dort, wo diese Unzufriedenheit anfängt, fangen wir an, erneut nach Glück zu streben. Und dieses Streben führt zu Motivation, Veränderung und Wachstum. Wenn wir also glücklich wären, dann würden wir nichts ändern. Ist es daher sinnvoll, absolut glücklich zu sein? Oder sollte die Maxime im Leben sein, dass wir nach dem Glück streben, um dadurch über uns hinaus zu wachsen?